Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat gestern lange nach einer Richtung gesucht. Zeitweise näherte sich der Marke von 16.100 Punkten an, dann rutschte er unter 16.000 Zähler. Am Ende schaffte es der DAX rund 0,1% höher bei 16.031 Punkten zu schließen. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Viola, was können wir uns denn vom letzten Handelstag der Woche erwarten? Hallo aus Frankfurt. Wir haben ja schon einige Gefühle in dieser Woche gehabt, also auch einige Richtungen beim DAX. Mal runter, dann wieder Erholung. Gestern die Erholung ja trotzdem so ein bisschen noch ausgeweitet, also auch wenn es nur ein kleines Plus war. Damit dürfte es jetzt aber erstmal vorbei sein. Wir rechnen mit einem schwächeren Start, denn wir hatten in dieser Woche die Inflationsdaten. Und also aus den USA. Und das andere ist, die Berichtssaison startet in den USA. Bei uns ging sie quasi auch schon los, denn gestern Abend hat SAP schon vorläufige Zahlen vorgelegt. Und man hat bei uns gestern schon gemerkt, dass sich die Marktteilnehmer, also was generell die Berichtssaison angeht, erstmal noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollten. Also eine gewisse Zurückhaltung. Mit der ist es aber insofern vorbei, dass man gestern aus den USA wieder einiges hören konnte, was die Zinsängste angeheizt hat. Nämlich einige Fed-Mitglieder, die sich für zeitnahe Zinserhöhungen ausgesprochen hatten. Und das hat dann auch die Tech-Werte besonders unter Druck gesetzt. Und diesem Druck dürfte sich jetzt vermutlich auch der DAX nicht ganz entziehen können. Also die Zinsängste, sie sind wieder da. Nichtsdestotrotz schauen wir natürlich heute auf jede Menge Zahlen, die wir da sehen werden. Beispielsweise von JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, um nur ein paar zu nennen. Also da sind wir natürlich auch gespannt, welche Impulse davon ausgehen. Aber erstmal dürften wir mit roten Vorzeichen starten. Vielen Dank, Viola. Ja, so war dazu der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zum Markt.de. Die ist heute das Währungspaar Euro-US-Dollar. Der Euro hatte gegenüber dem US-Dollar vor rund einem Jahr ein Dreijahreshoch markiert. Danach ging es für den Euro nach unten. In den vergangenen beiden Handelstagen zog der Kurs dann deutlich an. Damit hält es sich das mittelfristige Chartbild etwas auf. Auf der Oberseite rücken jetzt drei Widerstandszonen in den Fokus. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Ja, das war Ideas Daily TV für diese Woche. Ich wünsche ein schönes Wochenende und bis Montag.